Weiter mit Rogue Trader, Koop-Kampagne mit Hunter Hammy. Hey! Ich mache heute den Fun Fact, weil du hattest den letzten tatsächlich gehabt. Ich habe nachgeguckt. Hm? Also mein Original-Fun Fact, bevor ich mir einen lustigen ausgesucht habe, waren die Eldari Warp Spiders. Kennst du, weißt du, was an denen lustig ist? Dass die lustig rumporten und witzig schießen und wahrscheinlich seit 1965 kein neues Model bekommen haben? Das letzte stimmt wahrscheinlich. Nein, falls ihr nicht wisst, wer das ist, den könnt ihr sehen in dem Dawn of War 2 Intro. Der macht einen Devastator platt, glaube ich. Ah, der so anhuscht. Ja, ja, das sind, die sehen aus wie Eldar, die gerne Assault Trooper wären. Die springen ungeschützt Kurzstrecken durch den Warp als Eldar. What? Aha. Die sind komplett neben der Spur. Die Eldar mögen ja den Warp nicht besonders. Das heißt ja mit denen auch nicht Warp. Das ist ja die Domäne von Slaanesh einfach für die Eldari. Und die Warp-Spiders springen ungeschützt durch den Warp in Kurzstrecke und halten das einfach nur durch Willenskraft aus. Hin und wieder kommt auch einfach einer von denen mal nicht wieder raus, wenn die reingesprungen sind. Der ist dann weg für immer. Stimmt, weil das Netz der 1000 Tore hat ja Access Points. Richtig. Die benutzen den echten Warp, da wo die Eldar eigentlich nichts drin zu suchen haben und auch nie wieder hinwollen. Ohne Geller fällt ohne alles. Ohne alles. Der geht da rein und wieder raus und beißt einfach nur dabei die Zähne aufeinander und hofft, dass er wieder rauskommt. Ja, die Harlequins machen auch so eine Scheiße, aber die stehen halt unter dem Schutz von ihrem Gott. Die Harlequins sind schrecklich OP und bestehen eigentlich nur aus Blood Armor, glaube ich. Möglich. Okay, kommen wir zu meinem echten Funfact. Wir reden schon viel zu lange über die Warp Spiders. Die ich dann für zu langweilig empfunden hatte. Die anderen Eldari finden die übrigens auch zwielichtig. Nein, wir nehmen heute einen großen. Wir haben hier im Spiel auch schon einen gemacht. Wir haben, ich glaube, haben wir einen oder keinen in Chaos Gate gemacht? Keinen. Schade, oder? Es geht um den Exterminatus, den größten Spaß, den das Imperium zu bieten hat. Ich habe das Ganze nach den klassischen W-Fragen aufgedröselt. Fangen wir mal an mit dem guten Zitat zum Exterminatus. Manche Menschen fragen sich, mit welchem Recht wir 10 Milliarden Menschen zum Tode verurteilen können. Menschen, die Notwendigkeit davon verstehen, wissen, dass es Unrecht wäre, diese Menschen am Leben zu lassen. Ach so, ja. Ja, ne? Es ist einfach, es ist so. Okay, also, Exterminatus, es geht darum, den kompletten Planeten unbewohnbar zu machen. Ja? Warum wird ein Exterminatus gemacht? Der Planet ist entweder zu schwer zu halten oder zu schwer einzunehmen und das Chaos oder die Xenos hätten mehr von dem Planeten als das Imperium, nachdem man abgezogen ist. Dann wird das Ding einfach eingeäschert, verglast, aus dem Void gesprengt, was man halt gerade so zur Hand hat. Klassische Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, theoretisch. Okay, wer darf einen Exterminatus befehligen? Der Commander vom Astra Militarum oder ein Commander vom Astra Militarum, im Zweifelsfall ich sogar, oder jemand von der Navy? Ein Space Marine Chapter Master oder ein vollwertiger Inquisitor, also nicht einfach nur irgendjemand, der mit dazugehört, so wie Heinrich, sondern man muss schon ein echter Inquisitor sein, um Exterminatus anfordern zu dürfen. Mhm. Jetzt kommst du in den lustigen Sachen. Wie macht man einen Exterminatus? Gut. Das wenn man jetzt zur Imperial Navy oder zum Astra Militarum gehört, ist das kein Problem. Orbitales Bombardement einer kompletten Flotte mit, ich sage mal, konventionellen Waffen. Man packt einfach ein paar tausend Schlachtschiffe über den Planeten und fängt an, gleichzeitig die Oberfläche auszulöschen. Mit allem, was so ein Raumschiff zu bieten hat. So Helldiver-Style quasi. Dann, was immer noch dem Astra Militarum zur Verfügung steht, Virusbomben. Die sind ganz nett eigentlich. Die zerstören organisches Leben auf Zellbasis und lassen ein hochbrennbares Gas frei dabei, das danach mit einer Laserlanze angezündet wird und die Atmosphäre des Planeten verbrennt. Es gibt ganz lustige Szene in Horus Heresy in einem Buch, da vernichten die Loyalisten, die loyalen Traitor Marines. So machen die das. Gut, das Problem an der Virusbombe ist, die kann in tiefen unterirdischen Bunkern Fallout-Style ausgesessen werden. Man kommt danach halt, nach oben und da gibt's nichts mehr. Man sollte dann besser abgeholt werden.
So haben die auch überlebt. Dann kann das sogar sein, dass das im Wiki mit drin stand, deswegen. Ja. Aber zu den spannenden Dingen, was Space Marine Chapter Master und der Inquisition zur Verfügung steht, wenn man nur ein einzelnes Schiff hat und keine gesamte Flotte, Zyklontorpedos. Das klingt schon lieb. Verschiedene Massenvernichtungswaffen sind hier unter Zyklontorpedos zusammengefasst. Wir haben Atmosphärenverbrenner, Plasma-Atombomben. Hauptsache ist, es bleibt eine tote Welt zurück. Es geht hauptsächlich darum, die komplette Biosphäre zu zerstören, das Wasser des Planeten zu verkochen und die Atmosphäre wegzubrennen, nicht? Was man halt so gerne hat. 100 Gramm. Es geht hier speziell darum, dass du keine komplette Flotte hast, sondern wirklich ein einzelnes Torpedo gezielt auf einen Planeten abfeuerst und das Ding den Job macht. Lustigere sind, es gibt zwei Phasenzyklon-Torpedos gegen Welten ohne organisches Leben, zum Beispiel Necron-Welten. Die will man ja eventuell auch hin und wieder mal platt machen, weil man die nicht geknackt bekommt. Phase 1 von dem Zwei-Phasen-Zyklon-Torpedo ist eine Melta-Ladung, die das Torpedo zum Mittelpunkt des Planeten durchbrennt. Und Phase 2 ist eine Plasma-Atom-Explosion, die den Planeten entweder destabilisiert oder meistens komplett knackt im ersten Versuch. Das heißt, man hat dann nur noch Krümel übrig anstatt einen Planeten. Wie Alderaan. Wie Alderaan, nur einfacher. Dann gibt es andere Möglichkeiten, einen Exterminatus auszulösen. Wir haben ja hier eine im Spiel gesehen. Wir haben ja einen Archaeotech-Reaktor in einem Kraftwerk gesprengt, um einen Exterminatus durchzuziehen. Wir hatten ja keine Zyklontorpedos oder sowas mit dabei. Halb vergessen. Das ist übrigens keine neue Idee, die hier in dem Spiel benutzt wurde, sondern das ist während dem 13. Schwarzen Kreuzzug auf einem Gefängnismond von Cadia genauso gemacht worden. Die haben da auch einen großen alten Plasmareaktor gesprengt und den kompletten Planeten damit zerkrümelt. Was auch schon gemacht wurde vom EdMech, die haben an einem Mond Plasmatriebwerke installiert, um den aus dem Orbit zu schieben und den Planeten so zu destabilisieren. Also gab's schon in Disneys große Pause. Genau so. Außerdem können auch durch starke Sprengung von Atombomben im Megatonnenbereich Planeten dadurch zerstört werden, dass man einfach starke Erdbeben und Tsunamis auslöst und der Planet dann dadurch sich von alleine destabilisiert. Also es gibt viele lustige Sachen, wenn es einfach nur darum geht, einen kompletten Planeten unbewohnbar zu machen, für immer. Geil. Geil. Uns als Rogue Trader und einzelnem Schiff stehen hoffentlich schön ein paar Zyklontorpedos zur Verfügung, wenn es irgendwann mal soweit ist. Dann müssen wir Agenta mal fragen, was sie unten bei den Batterien noch so am Start hat. Weil wir haben ja, ach, da finden sich sicher zwei, drei sehr lustige Raketen in der Ecke. So abgestaubt. Ich hab einen. Auf einem Schiff, das mehrere tausend Jahre alt ist, steht sicher irgendwo ein leckerer Zyklontorpedo im Schrank. Den man irgendwann mal irgendwo für günstig bekommen hat. So ein schöner Zwei-Phasen-Torpedo, um Planeten zu knacken, oder eine kleine Virusbombe irgendwo in einem Schrank. Weißt du, was man halt so hat? Aber dieses Virusbombardement, das hatte ich, das hat sich so geil gelesen. Das war schon mega. Gut, also, zerstört organisches Leben auf Zellbasis, ist aber auch eine Angelegenheit, nicht? Ja, vor allem sogar Space Marines, die ja etwas immuner sind. Ja, aber Zwei-Phasen-Zyklon-Torpedos ist auch nice. Einfach mal den ganzen Planeten zu Krümel zerschießen mit einer einzelnen Rakete. Aber in dem Buch wurden die halt gewarnt, die wussten, was passiert und alle haben es nett geschafft. War schon aber hässlich. Ah ja, kannst du nichts machen. Fliegen wir rüber nach Mundus Valancius und vertreiben die Dunkelelfen. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass dieses Hochgeschicke zur letzten Chance von Cyrene und so eine Ablenkung war, um Mundus Valancius anzugreifen. Der hat so weit denken die wahrscheinlich. Ey, wir waren ganz unten gewesen und sagte, haha, triff mich wieder in da links oben in der Ecke. Und wir kommen da an und bevor irgendwas passiert, kriegen wir Meldung von Mundus Valancius, hey, hier ist echt scheiße. Hier sind Schweinebacken. Wir machen mal Warp-Reisen. Hoffentlich klappern die Schränke in der Küche nicht. Oh, oh. Während der Warp-Reise berichten die Mitteldecks von seltsamen Versammlungen. Oh, Offiziere. Eine Ermittlung, einer der Akolyten, Augurendeck, hat sich zum Propheten erklärt, Klassiker. Läuterung durch gesegnetes Feuer, okay, jetzt Moment, der hat aber gute Ideen. Der gefährliche Einfluss des Warps kann die seltsamsten überzeugen und dann habe ich ein einfacher, okay. So, beseitigen den Kult verbieten, den Kult unter Beobachtung stellen.
Nummer 1. Ding, ding, ding. Oh Gott sei Dank. Wir können nicht noch einen komischen Kult an Bord haben. Wir haben sicher nur ungefähr eine dreistellige Anzahl. Ja, das ist irgendwie hässlich aktuell. Ich weiß gar nicht, wieso überhaupt noch Leute auf unserem Schiff leben. Jedes Event, das wir kriegen, ist ein Drittel deiner Crew ist übrigens gestorben. Ich meine, ja, wenn wir immer geteilt haben und keine echten Minuszahlen, dann geht das halt gegen Null, aber niemals Null. Genau. Ein Drittel von einem Drittel von einem Drittel ist ja nicht so viel wie das erste Drittel. Ja, da unten ist ein Trupp Drukhari. Drukhari-Raumschiff. Auf unserem Dagonus? In unserem eigenen Dojo? Ich glaube nicht. Nicht während meiner Schicht zum Angriff, sage ich. Hauptwachmeister Ravor, der mich immer mit Dude anspricht, oder Chef. Steuermann. Waffen bereit machen, das Schiff in Kampfposition bringen und du weißt schon, alle Mann an Deck und angreifen. Aye, Cap. This void ship will not be defeated. War das die Drinnenstimme? Die war leiser als sonst, oder? Ich meine, es kommen ja jedes Mal, wenn wir Pause machen, die eine Woche zum Aufnehmen, 5 Patches in der Zwischenzeit. Heute. So Unsterblichkeitsverweigerer Destruktor. Wenn du die markierst. Oh hey. Und ein Dunkelspiegelkreuzer. Ja, wir können entweder komplett eindrehen und einen von den kleinen Scheißern angreifen oder auf den großen Kerl zufliegen. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Er ist weit weg, den treffen wir nicht. Rakete, 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 Rakete. Jagdgeschwader, wie macht er das denn? Was hat denn der so am Laufen? Leichte Raketenartillerie. Ja. Montagebucht, Nachtrabe, Jagdbomber. Okay. Mhm. Der ist also so ein Protoss-Carrier-Schiff, ja? Elendis. Uff. Puff, puff, puff. Wir kommen an niemanden dran, oder? Ich meine, ja, wir können hier hochfliegen. Und auch dann haben wir keine Reichweite für die ganzen kleinen Scheiße. Den bleiben wird uns nicht helfen. Wenn wir mit Abelard neuen Kurs brechen, dann kommen wir definitiv an einen von den hinteren dran. Dann lass das machen. Und Abelard, lege einen neuen Kurs an. Ei. Hier hinfliegen zum Beispiel ist ein Treffer, zwei Treffer. Ja, zwei Treffer auf der linken, mehr kann ich nicht bieten. Ist nicht schlimm. Take it or leave it. Set course with all haste. Und natürlich stehen wir dann beim Arsch zu dem großen Raumschiff, wobei ich schätze, unsere Fregatte der Schwertklasse, die unser Begleitschiff ist, wird sich um das Problem kümmern. Unleash the power of our lance batteries. Guter Treffer. Beförderung. Yeah. Haben wir den Artilleriemeister nicht hinrichten lassen im Tutorial? weil er uns dumm angemacht hat? Er hat es gewagt. Er hat es gewagt, mit uns zu reden. Aber in einem Ton, verstehst du? Er hat gesagt, was sollen wir überhaupt noch machen? Ja, da geht es tatsächlich darum, also wenn du bei der Charaktererstellung auswählst, dass dein Charakter wegen irgendwas bekannt ist im Sektor, dann macht er das nicht. Dann freut er sich tatsächlich, dass du den Posten übernommen hast und sagt, dass du ja bekannt bist und dass er sich vorstellen kann, dass du ein guter Lord Captain wirst. Anstatt so zu verzweifeln und zu sagen, irgendein Nerd hat unser Raumschiff übernommen, Hilfe. Das Ding bewegt sich, ich hab's gar nicht gesehen. Alter, das ist ein riesen Schüssel. Kreuzer sind schon richtige Apparate. Oh. Ja, die haben so einen kleinen Scheißer abgelassen. Ja, guck mal, sind drei Kerle rausgeploppt. Jetzt schießt er dem so richtig Raketen in den Arsch. So kleine Feuerwerksraketen. Die dürfen sogar noch in der Runde ziehen. Pascal, drinnen Stimme. So, Effekte und Bedingungen. Zurück zum Flaggschiff. Okay, die dürfen jetzt also nicht weiter mitspielen. Die müssen nach Hause. Und wenn wir die zerlegen, sind die denn überhaupt nicht mehr da? Wir schießen erstmal die Lanzenwaffe von hier aus ab, weil die dürfen wir nachladen im Zweifelsfall. Unleash the power of our lance batteries. Gut. So, und jetzt können wir den kleinen Kerl da mal vors Gesicht fliegen.
Mal gucken, was da überhaupt los ist. Ich mag, dass tatsächlich die Karte einfach im Hintergrund ist mit der Sonne und auch den anderen Planeten. Hau mal die komische Laserlanze da drauf. Ey, wir müssen die dreimal treffen, die sind wie Torpedos. Ja, sie. Dann würde ich jetzt aber Nachladen nicht benutzen. Dann lasse alles aufheben für den Dunkelspiegelkreuzer und den gleich nächste Runde komplett vernichten. Den dicken. Ein Flachsprung bringt uns nichts von hier. Ich denke, Ablade ist auch wieder bereit. Wir kriegen nächste Runde, kriegen wir was Gutes hin mit dem. Wir schmeißen mal Schwachstellen-Scan an mit Cassie. Oh, wir müssen ihn jetzt auch in den Arsch schießen, ja? Das heißt, das Orange da unten drunter. 30% mehr Damage. Wir gucken mal. Achtung, da kommt ein großer Brocken angeflogen. Oh, der ist aber gut. Wenn der da stehen bleibt. Dann können wir ordentlich rausgeben, ja? Ja, komm schon. Das ist alles. Ich spucke auf dich. Die kleinen Scheiße müssen nach Hause, ja? Er hat noch welche abgesetzt. Ah, die kommen noch nicht an uns dran. Nein. So, aber wir können jetzt voll rausgeben von hier. Na, erstmal schmeißen wir Cassia an, damit wir dem schon mal eine volle Breitseite verpassen können mit der Archaeotech Makrobatterie. Oh ja, stimmt. So, Lichtbogenweissagung. Einmal die Archaeotech Makrobatterie. Alter, zerreißt den das Ding. Makro-Cannons. Dann die Sternenbrecher. Bring Doom to our enemies. Dann. Komm nicht so weit. Wenn wir da fliegen. Doch, wenn wir da fliegen, können wir nochmal die Archaeotech einsetzen. Und alle anderen Waffen auch. Dann rüber. Also können wir den Drecksack noch im Kreis drehen mit Idira. Dann nimmt der auch nochmal Damage. So, ich schieß mir erst nochmal die Archaeotech. The macro cannon sing their deadly litany. Ja, der ist kaputt. Idira kann ihn zerstören. Unleash the power of our Je weniger batteries. Hülle die haben, desto mehr Schaden macht das ja. Unleash a barrage of destruction. Up, 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 up. Deliver their device! 41 könnte trotzdem noch hässlich werden. Gucken wir mal. Warpwelle. For the glory of the Imperium! Hat er sich mit der falschen Event Horizon angelegt? Was macht jetzt der Nachtrabe Jagdbomber da? Die kommen jetzt nicht her und zerschießen uns, oder? Wir sind unstabil auf der Seite da. Oder das ist wie bei Torpedos. Ich glaube, der hat eben 55 Damage gemacht. Ja, wir können uns eh nicht bewegen. Können strafen. Lass ein bisschen weiter nach unten fliegen. Vielleicht bringt das ja was. Jemand hat Schieber von so einem Glücksspieltisch von der Seite reingepackt und hat unsere Figur drei Fälle nach rechts geschoben. RIP! Ja, aber sind diese kleinen Raumschiffe denn überhaupt dafür geeignet, so tief in den Raum vorzudringen ohne ein Unterstützungsschiff? Ich glaube nicht. Es muss irgendwo eine Basis in der Nähe sein. Da bei diesem kleinen Mond. Dude, das ist kein Mond, das ist eine Raumstation. Weißt du, es gibt keine Raumstation in dieser Größenordnung. Stimmt, da war was. I want to hear the macro cannons roar. Okay. Du weißt gerade, als hätten Sternenzerstörer drei TIE Fighter abgeschossen. Ja. EQ-Torp-Schema-Plasma-Batterie, die haben wir schon. Ja, die haben wir auf der rechten Seite. Ja. Hey, Entschuldigung, Steuerport. Wow, hast du auf Weiter gedrückt? Anscheinend. Ah, der Typ. Sorry. Dann brauchen wir noch schnell Level-Up fürs Raumschiff und reparieren müssen wir auch. Wir haben 650. Wir sollten vielleicht mal kurz in die Verbesserung reinschauen. Raumschiff-Verwaltung. Was gibt's denn überhaupt noch? Ich habe das Gefühl, wir haben schon alles. Coolen Sachen auf jeden Fall. Wir haben zumindest alles, was wir irgendwie interessant fanden. gut, schauen wir von oben runter.
Das ist doch nicht schlecht. Schilde wieder hoch von verursacht nur noch minus 2 Geschwindigkeit, aber keinen Abzug auf Feuerreichweite. Das Flaggschiff sammelt 10% mehr Schrott. Das klingt doch nicht verkehrt. Ach, warte, Schleichfahrt wollte ich nehmen, gell? Das hast du mir verboten. Wenn ich das Flaggschiff einem Gegner nähert, schalte das System ab. Größere Schiffe, Fregatten und größer kommen erst später dran. Das heißt, das, was wir gerade gemacht haben, mit in der ersten Runde vernichten, könnten wir dann öfter durchziehen. Das ist noch cooler. Gut, und können direkt Schleichfahrt 2 mitskillen? Schleichfahrt lässt das Flaggschiff jetzt in den meisten Begegnungen vor allen Gegnern agieren. Gut, dann skillen wir jetzt in einem Rutsch durch Schleichfahrt 1 und Schleichfahrt 2 und sind damit ab sofort immer als erstes dran. Nice. Ich hätte gedacht, das müssen wir dann irgendwie das nächste Mal skillen oder so. Als nächstes kriegen wir neue Ultimates. Enter-Kommando finde ich immer noch interessant. Einfach Leute rüberschicken, die niemals wieder zurückkommen, weil, ne? Die kommen nicht wieder zurück. Aber die wissen das, die haben das vorher unterschrieben. Ach, die wissen das. Die sind vom Enter-Kommando-Deck. Deren Clan ist noch nie wieder von irgendwo zurückgekommen. Die Familien kriegen eine nette Entschädigung, passt schon. Okay, Rumpf-Upgrade. Oh, okay. Wir haben zwar 630 Schrott, aber der nächste... Kostet 605. Kostet auch 600. Na dann gucken wir, was auf Dagonus los ist. Ich bin echt gespannt. Wir haben ein paar Fragmentgranaten gekriegt. Ach, sind wir voll? Sind unsere Leute ausgerüstet? Haben wir danach geguckt? Ich hab letztes Mal... hatte ich glaube, wir hatten durchgeschaut, oder? Wir hatten, genau, wir hatten die Medikits gewechselt. Skull fehlt. Was? Was fehlt dir denn, Pascal? Pascal, was fehlt dir denn? Hier, nimm eine Fragmentgranate. Der hatte eine geworfen, als wir im Maschinenraum waren. Aber ich weiß wieder. Jesse brauchst so einen Scheiß. Ja, lass runtergehen. Ja, wo müssen wir hin? In den Palast? Was ist denn hier los? Ja, Standardteam, nicht? Du musst mitkommen. Ich muss mitkommen. Ich glaube nicht, dass ich einen Rogue Trader jemals abwählen konnte. Auch wenn das super sinnvoll wäre, den Rogue Trader an Bord vom Schiff zurückzulassen. Manchmal schon. Ich schicke einfach meinen Servoschädel mit. Der hat Live-Feed-Übertragung. Sagt Ablad, eben gerade bei dem Kampf ist meine Bodycam ausgefallen. Ich weiß nicht, wer diese ganzen Zivilisten mit dem Kettenschwert niedergemetzelt hat. Das war schrecklich, Captain. Kannst du nicht sagen. Das war schrecklich. Ach, das meint nur ein Lieb und Russ. Okay, ich verstehe. Ah, ja klar. Wo sind denn alle? Leitet ja auch jemand die Verteidigung, die was drauf hat. So, Lord Abelard, wo ist denn die Enkeltochter? Irgendjemand muss doch hier was organisiert haben. Die steht doch da. Ah, die hat gekommen, die hätte wegen des Armaplast anziehen können. Braucht die nicht. Hi, was geht denn hier? Der Thron sei gepriesen, eure Lordschaft. Ihr seid hier. Eure Untertanen brauchen euch jetzt mehr denn je. Oh hey, Konsequenzen der Entscheidung. Du hast Dagonus erreicht, ehe es die Drukhari verwüsten konnten. Gut, dass wir den Warpweg geschnitten haben, anstatt irgendwo Urlaub zu machen. Mhm. Aha! Dagonus wurde zum Opfer eines Xenos-Großangriffs. Der Widerstand der Flotte hielt nur wenige Stunden, dann haben die immer im so... Im Wanderlings hat man den Kopf abgerissen. Nur ein bisschen. Ja, also ich hab... Ja, erzähl mir alles. Die planetaren Verteidigungsstreitkräfte konnten die innere Verteidigung einiger Städte halten. Zwei Angriffe kamen auf dem Weg zur Ansiedlung zum Erliegen, aber die Kämpfe toben nach wie vor, hier und auch im Palast von Valancius. Planetare Verteidigungskräfte sind die Jungs, die sterben in der Zeit, die imperiale Flotte braucht, um aufzuschlagen. Genau, und das sind dann die Jungs, die sterben in der Zeit, wo die Astartes kommen. Wenn es richtig ernst ist. Genau. Astra Mill reicht ja oft genug. Das ist ja ein Hammer. Wir werfen einfach den Gegner mit Menschen und Panzern tot. Helldivers. weiter? Lady Viserion, wo ist Achilles Salamander? Ich dachte, ich würde ihn hier an eurer Seite finden. Der hat Urlaub. Der genaue Aufenthaltsort des Sekretärs ist unbekannt. Aber er hat unter normalen Umständen fast nie das Palastgelände verlassen. Ihr könnt euch ausmalen, was wohl bedeutet. Das ist ungeheuerlich. Xenos haben meinen Palast geplündert. Ich war einmal hier. Ich habe hier nicht mal übernachtet. Ich weiß, ich habe absolut keine Ahnung von der Bude hier. Wissen Xenos, die Drukhari wollen lebende Opfer. Warum sollten sie Truppen opfern, um Palast anzugreifen? Tatsächlich gute Frage.
Das weiß ich leider nicht. Woher auch, eure Lordschaft? Als die Xenos den Palast angriffen, setzten sie so viele Truppen ein, dass auch die erhöhte Wächterpräsenz und die Verteidigungszone binnen Minuten ausgelöscht waren. Beim Thron, was immer sie da drin suchen. Die Agenda hätte die ganze Sache alleine gehalten. Die hätte einfach hier irgendwo lachend mit ihrem Heavy Bolter gestanden und hätte es ordentlich knallen lassen. Ist so. Cassia könnte den ganzen Planeten hier in Schutt und Asche legen. Die bräuchte nichts dafür. Guckt einfach böse. Die macht einfach ihre Augenklappe runter, so wie Cyclops, und dann vernichtet die alle. Warum sind die beiden goldenen Schädel da oben off-center zu der Fuge? Boah, das ist ja schrecklich. Vielleicht ist es besser, dass die Drukhari den Planeten hier komplett vernichten und wir neu aufbauen können. wo ist denn der Gouverneur? Auch Urlaub. Der Gouverneur befindet sich derzeit in einem gut befestigten Bunker in Sicherheit. Genau wie die Oberhäupter der übrigen Adelshäuser. Oh, schlechte Idee, dass sie alle zusammen rumhängen. Knirsch, knirsch, knirsch. Immerhin hat ja jede Familie alle verfügbaren Ressourcen zur Verteidigung von Dagonis zur Verfügung gestellt. Oder besser, zur Verteidigung ihrer jeweiligen Region. Okay, ich brauche Einzelheiten. Erzähl mir alles. Wie wurde dem Mann da links der Kopf abgerissen? Und warum hatten wir die Zeit, da oben zwei Leute mit Decken zuzudecken, während hier 1000 Tote einfach so auf dem Pflaster liegen, geschändet? Ja, aber die Toten, die hier liegen, sind ja alles Drukhari. Nee, halt da vorne nicht. Egal. Der Angriff begann einige Stunden vor Tagesanbruch über der Hauptstadt. Zuerst ging es gegen die Flotte. Also klassischer Moment, um anzugreifen, wenn alle Leute müde sind und auf die Wachablösung der Nachtschicht warten. Ist so. Wir erhielten Meldung, dass geentert wurde. Dann brach die Kommunikation mit den Crews zusammen. Ihr Opfer war nicht umsonst. Die Bodentruppen gewannen genügend Zeit, um die Mobilisierung einzuleiten und die Zivilisten bereiteten die Verteidigung vor. Cool, cool, cool. Die haben schon mal ein paar Stullen geschmiert. Mehrere Makropolen konnten ihr Gebiet halten. Andere erlitten schwere Verluste und zwei Städten wurden komplett vernichtet. Unser Geheimdienst weiß nach wie vor nichts über das Schicksal von Millionen von Menschen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir sie endgültig verloren haben. Siehst du, deshalb hat er in seinem Video gesagt, dass die Zahlen keinen Sinn machen. Jetzt hast du hier so einen Planeten, der mehrere Makropolen hat. Wir wissen von mehreren Millionen Zivilisten nicht, wo die sind. Wenn der Planet hier jetzt seinen 10 stellt, weißt du eigentlich, was da Guardsman bei rauskommen? Dann hast du so Situationen, wo dann in Büchern oder so beschrieben wird, dass, keine Ahnung, 50.000 Guardsmen zur Verteidigung von dem Planeten abgestellt werden. So, das ist 0,000000% von den Leuten, die schon auf dem Planeten sind und zu den planetaren Sicherheitskräften gehören. Ja, das stimmt wohl. Es macht keinen Sinn. Okay. Wenn das alles vorbei ist, so das Massenhinrichtung. Warum? Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Alter. Ja, ihr habt getan, was ihr konntet. Ich hätte die 3 gesagt. Oh ja, das ist noch besser. Wir lassen die Xenos teuer dafür bezahlen. Beginn mit einer umfassenden Schadensanalyse, sobald wir fertig sind. Das ist auch nett. Das ist so ein, ja, es ist scheiße gelaufen, aber ja, wir kommen definitiv durch und machen es nächstes Mal besser. Oh, ich würde viel dafür geben, bei der Strafexpedition dabei zu sein, eure Lordschaft. Aber meine Pflicht ist das Wohlbefinden dieses Planeten. Keine Militäroperation. Ich bitte euch, Rogue Trader, lasst sie den Tag verfluchen, an dem sie beschlossen haben, Dagonis zu überfallen. So ist es. Genug geredet, ich gehe rein. Ist so. Son of a bitch, I'm in. Wie ist die aktuelle Lage? Die Hast planetaren Verteidigungs... Die PVS... Die PVS, das ist die Gewerkschaft, sind dabei, die feindlichen Streitkräfte auf dem Planeten auszulöschen. Den Sturm auf dem Palast wurden zusätzliche Batterien zugewiesen, aber ohne einen Einsatzverband, der sich hineinkämpft, werden wir ihren Widerstand nicht brechen. Damit sind wir gemeint, Lord Abelard. Legen wir los. Ja, Clementina winkt schon mit dem Zaunpfahl. Ich habe das Gefühl, der Palast ist das Hauptziel des feindlichen Überfalls. Die haben was gegen dich. Unsere Vox-Ingenieure registrieren unbekannte Signale. Ich habe da ja anscheinend auch so einen Erzfeind bei den Drukhari, den ich bis jetzt noch nicht ernst genommen habe, weil ich weiß, dass das ein rekrutierbarer Companion ist. Das heißt, so schlimme Sachen kann der uns gar nicht antun, wenn er später irgendwie in der Crew sein kann, oder? Stimmt. Bla bla bla. Signale aus eurer Residenz an andere Gebiete auf dem Planeten. Diese ja, genug geredet, wir gehen rein. Jawohl. Eure Lordschaft. Ja. Soll ich das jetzt. Soll ich das jetzt noch. Das darf ich jetzt fertig lesen, das andere aber nicht. Ja, das ist ja auch voll nett. Das andere wussten wir ja schon durch die Dialogoption von vorher.
Okay, in ehrfürchtiger Dankbarkeit übertrage ich euch das Kommando über die Bodenoperation, eure Lordschaft. Die lokalen Truppen stehen euch zur Verfügung. Ich flehe euch an. Rettet Dagonus, das bin ich arbeitslos. Kein Problem. Ich als... Was? Nein, eine Übertragung kommt rein. Erster Transporter gestartet. Haupt 2 schon wieder. Bitte kommen. Leutnant, sofort Meldung. Leutnant, wir hören euch. Es wurde weggezoomt. Oh, oh. Mann, die haben sich einfach nicht dran gehalten, dass das hier rundenbasiert ist. Die sind einfach reingerannt und haben angefangen, die abzustechen. Da waren die anderen nicht drauf vorbereitet. Attacke für den Imperator und den Freihändler, das ist doch ein schöner Satz. So will ich gerne weiterhin genannt werden. Im selben Satz mit dem Imperator. Ah! Oh, was sind Güter? Warte. Güter? Wo? Na, das ist Fracht. Okay. Ah! Aber links sind noch mehr Güter. Is engulfed in smoke. And your palace, it's... We will cleanse it, rogue trader. Down to the very last... Einiges hat richtig Hass. Attacke! Attacke! Ekari Revolverhelden! I will drown you in your own screams. Fear me, monkey! Walter, die haben ihre Mopeds. Monkey, ja, die sind mit ihren Motorrädern hier reingekommen. Mit ihren Speederbikes. Ja, sie freut sich auf euch. Gut, der rechts, der Hekatari, ist zuerst dran. Dann sind wir alle dran, fast. Einrix und Pascal sehen schlecht aus. Ja, links außen sind noch ein paar. Na gut. Lass mal hier stehen. Wenn Heinrich so spät dran ist, wo sind denn unsere Gegner? Warte mal, dann packe ich Abelard vielleicht. Ah, da die linke Flanke sollten wir irgendwie übernehmen. Ich glaube nicht, dass wir die aus der Mitte bekämpfen können. Ich packe Abelard in die Richtung, vielleicht schafft er das. Ja, dann lasse ich Pascal und Heinrichs auch hier unten. Was sind das denn? Ein Revolverheld? Die können schießen, gell? Hecker Trix. Ist einfach nur ein Lady-Nahkämpfer. Okay, zwei Revolverhelden. Die haben aber auch Waffen. Ja, dann bleiben halt Pascal und Heinrichs mit hier unten. Und ich gehe mit Cassia und Agenta oben rein. Und Abelard übernimmt das Kommando auf der linken Flanke. Jawohl. Na dann, let's fetz. I will not be deterred. Danke. Das ist ein Witz, den in der Mitte erwische ich nicht. Jetzt schon. Cassia, stelle sie uns vor. Wieder vergessen, die Zündchen zu setzen. Verdammtes Xenos-Gesindel. Kommt hier auf meine Palastwelt, wo ich einmal gewesen bin, und fängt hier einfach an, erbarmungslos zu plündern, ja? Tötest du die da in der Mitte? Sicher? Ja, kann knapp werden. Weil dann würde ich mich eventuell eher hier hinstellen, damit ich vor dem Rechten in Deckung bin. Na gut, danach ist Agenta zur Not dran. Also ich gebe mir Mühe. Gut, ist auch egal. Da stehe ich auf jeden Fall besser als da, wo ich jetzt gerade stehe. Egal, was passiert. Oh, nee, relativ früh wieder dran. Mit liedlosem Starren, da will ich schon. Ja, mach's halt einen Schritt weiter vor. Du liedloses Starren. Und zünden wir in zwei Phasen Zyklontorpedo und knacken die ganze Bude hier. Ich die Ohr, ich krieg die zwei angezündet. Super. I'll show you the real pain. Oh. Dann kriegt Agenta noch Stimme des Kommandos und bläst die anderen zwei jetzt gleich weg. Absolut kein Chill hier, gell? Ja, den kann die so töten. Dann bist du wichtig. Snellfeuer! Brapapapapapapap! Yeah! Richtiger Devastator-Move. Run and gun. Oh, warte. Tapst dahin. Tapst. Den Arm abgerissen. Gute Arbeit, Agenta. High Momentum, klar. Der ist nur Nahkämpfer, gell? Ja. Der ist Nahkämpfer, der muss ankommen, der Hekatari. Ich wüsste nicht mal, ob gerade ein gutes Ziel wäre für High Momentum. Ich meine, klar, wir könnten Abelard oder Heinrichs da links schon mal reinschicken mit einem super extra Move. Nobody escapes us.
Oha, der hat irgendwas gemacht. Ey, Unteroffizier, hör mal auf, unsere Rundenzeit zu verschwenden. Was der Hölle war das denn? Hat Salmon vorher durch Cassie durchgemacht, ohne die zu treffen. Ja, will jemand befördert werden? Hamlet, kommst du ran, sodass du wen hauen kannst? Kannst du sicher nach da irgendwo hin chargen, oder? Mhm. Jetzt stehst du doch gut. Jetzt wird Hekatarit. So, warte mal. Erstmal machst du hier Ertragen an, dass hier echt hässlich werden könnte. Ablad erträgt die Situation, da zwischen diesen stinkenden Dunkelelfen zu stehen. Die Frage, wen haust du? Ganz fies. Ist eigentlich egal. Los, los, Lord Ablad. Crunch mal ein paar Knochen. Machst du Ready for Impact? Das hätte so ich vorher machen können, dann hätten Pascal und Heiniges auch noch was davon gehabt. Ja. Ich bin dran, der Rogue Trader vom Hause Valancius. Oh, hi. Herr Abelard? Hm? Hier kurz den Kopf ein. Das krieg er hin. And so shall it be done. Rejoice in service. Another step to war. Alter, was für ein Damage machst du hier mittlerweile ekelhaft. Ich komme leider nicht weit genug für Abelard. Schade. Hier kommt keine Verstärkung oder sowas, gell? Ich weiß es nicht. Ja, scheiß drauf. May my wrath be thy undoing. Oh. Ey, fürs Ultimate komme ich weit genug, aber für bring es zu Ende nicht. Heia. Oh Gott. Wow, 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 was war das für eine Kanone? Das sah aus, als hätte der dunkle Materie auf dich abgefeuert. Ja, ich weiß, jetzt sagt jemand, aber Mr. Gaming, Sir, dunkle Materie heißt so, weil man die nicht sehen kann. Nicht, weil die dunkel ist. Deswegen heißt die so. Ja, es gibt mehr dunkle Materie als Materie. Genauso wie bestimmt auch jemand drunter schreibt, mehr Gameplay, weniger Geschwätz bitte. Agenta, ich kann dich um die Ecke befingern. Das ist ja saulieb. Ich weiß halt echt nicht, wo der Damage herkommt, den mein Rogue Trader macht, aber ich habe Angst nachzuschauen. Der ist echt übel. Hat ja 80er aus dem Salonfeuer rausgegeben, oder? Mhm. Den treffe ich von hier aus nicht. Was ist denn Zielen? Ach, ich treffe leider nur Heinrichs von hier. Ja, ist ja egal. Also ob die jetzt... Und jetzt geht es nur noch darum, den Kill zu machen. Ja. The Emperor is on our side. The Emperor is on our side. Ansturm. Lord Captain, be gone. Er ist einfach ein Plasmafeuer aufgegangen. Easy. Loot nun rein. Vorsicht, da sind Güter. Mann, Mann, unser schöner Palast. Hm? Ja, ganz viel Armorplast. Ja, ist ja egal, einfach einräumen. Guck mal. Was denn? Die heftige Jetbike-Mob halt hier. Ach so, das Ding ist aber noch an. Los, wir machen Speederbike-Verfolgung durch den Wald. Oh hey, das Ding, da können wir sogar looten. Da ist was drin, ne? Oh, musst du ran. Pascal hat gerade einfach den Sitz hochgeklappt und unten drunter den Kofferraum geplündert, weißt du? Blutiger Soldat. Aufstehen, Soldat! Oh oh, der ist vermint. Heinrich. The Inquisition taught me many things. Sehr gut gemacht. Haben die den echt vermint, die Hunde? So richtig Gorilla-Style. Noch mehr Minen. Ja, aber Xenas Minen. Stop. There. Stop, Hammer Time.
Thanks to Sister Argenta's efforts, the streets of Footfall are now a little cleaner. Da müssen wir jetzt drüber reden, Heinrichs. Ja, die Straßen von fucking Footfall. Abelard lässt sich damit reinziehen. Okay, dich interessiert das nicht, was die zwei zu reden hatten, ja? Es war jetzt nichts Wichtiges. Tazara, die kennen wir doch, oder? Von dem Gefängnisplaneten? War die da? Ich glaube, die und der andere waren da, ja? Ihr werdet den Augenblick bezahlen, bla bla. Freut mich, wollt ihr euch nicht, mich zu sehen? Sagt mir, welches Ziel ihr im Palast verfolgt, im Namen des Imperators, zum Ruhm der Menschheit. Ein kleiner Überfall hat mich... Im Namen des Imperators, zum Ruhm der Menschheit, stirbt! Monster. Monster. Sie stößt einen Kampfschrei aus. Eie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 
Bam, 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 bam. Liebe Polen, ein, zwei umgelötet. So. Wie viel AP hat die Dame noch? Da ist doch. Ach, scheiße, nur 14er Trefferchance. Ox da rein. Was ist eigentlich mit deiner komischen. Au, 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 au. Komischen? Mit deiner komischen. Wildfire-Fähigkeit, die Agenda doch eigentlich auch kann. Oh, Agenda ist ganz schön unstabil. Ist so. Ist deswegen. Ich bin überlegen, die demnächst zu tauschen. Also demnächst. Okay. Erstmal ein bisschen Firlefanz hier. Warp-Geschwindigkeit auf Pascal. Agenda war schon dran, gell? Ursacht jeden Zug Schaden. Fähigkeitsprobe. Betäubt, gelähmt, geblendet. Vergiftet wird nicht weggenommen. Wie immer. Wir schauen mal. Aber eigentlich ist keine Lust gleich. Doch, vergiftet wird auch weggenommen. Stand einfach nur nicht mit dabei. Nee, ist noch drauf, aber ist nicht. Hä? Na gut, kann nichts machen. Wort des Imperators hätte ich gerne vorne auf der Frontlinie. Dann räumen wir Agenta da mal frei. So, ihr Problem ist, Heinrich steht einfach so im Offenen. Steckt man nicht drin, was? Jo, der ist ja auch relativ stabil, der Mann. Ist er wohl, hoffentlich. 89%, das reicht aber nicht zum Töten. Tödliche Klinge könnte reichen, trifft aber nicht unbedingt. Blöße ausnutzen. Ja, ich muss drücken. Ah, Hund. Gut, dann übertreiben wir ein bisschen mit dem Zaubern. Ja, der hat einen relativ hohen Dodge-Wert, aber sonst. Na, schauen wir mal, wie mein Umfeld ist. Aber auch nicht so schlimm. Nicht das Ende der Welt. Oh, die werde ich sowas von vernichten. Oh, ja. Bleib da ruhig stehen. Können so viel auf Cassia schießen, wie die wollen, oder? Das interessiert die so gar nicht. Ja. My enemies shall be crushed like dust beneath my feet. And so shall it be done. Ich hab 0% Trefferchance auf die Lady und 80% von hier. So treffe ich die Lady und danach auch zu 80% den, der dahinter steht. The Emperor commands. You will pay for this. Das war schick. Fahrt zur Hölle. So, die Aufgabe erledigen. Rejoice in service. You have been judged and found wanting. Ganz knapp. Gut, die Aufgabe wurde nicht ganz so gut erledigt. So. Jetzt lass mich mal kurz meine Buffs durchschauen. Wenn ich schon mal hier stehe. Wenn ich schon mal hier stehe und doch mittlerweile gratis Handgranaten werfen kann. Kann ich da nicht hochwerfen? Eine Sichtlinie zum Ziel. Ich hasse keine Sichtlinien zum Ziel. Ach, warte. Friendly Fire ist ausgeschaltet, habe ich gesagt, gell? I will not ja. Be deterred. Das gilt wohl auch für Handgranaten. Ich frage mich zwar, wie die das begründen, aber ja. Ja. Von allen Zielen, die ich sehe, steht Cassia aktuell am besten, um größte Stunde zu fressen, oder? Ja, die kann ein bisschen... Hier nimmst du mal Aura der Autorität.
damit wir große Stunde direkt wiederbekommen danach. Dann bekommst du noch Herzstück. Wenn du jetzt Leute tötest, dann kriegen wir richtig viel davon wieder zurück. Und dann kriegst du größte Stunde und dann will ich sehen, wie du ein paar Drukhari schmilzt. Ja, die sind nicht beide angezündet. Ist nicht schlimm, beweg dich halt. Die sind jetzt fast schon wieder alle tot. Den kriegst du getötet. Okay, der ist dann danach tot. Du hast gerade quasi so viel Heilmomentum zurückbekommen, wie ich ausgegeben habe, um deine Fähigkeit zu starten. Hey, du hättest ruhig noch jemanden töten können. Ich profitiere mehr davon, wenn Leute sterben, als wenn Leute angeschossen werden. Achso. Ja, wir haben ja gleich wieder. Ja, abladmat, ey, ja. Hammer. Geisterter Marodeur. Dann erklärst du dem noch, dass du den nicht leiden kannst. Kannst du auch einen gewagten Durchbruch zünden von mir aus. Was ist das Sinnige ist, der kriegt hier oben nur noch 2 Kills, das ist Quatsch. Das lohnt für. Und danach ist Pascal dran und dann ist lange niemand mehr dran. Na komm. Dann ist zumindest die rechte Flanke sicher. Hi. Also, oh Gott, warum darf der noch weiter mitspielen? Er hatte seinen Zug doch schon. Oh, warte. Das ist Movement. Bonk. Moin. Das sind die Eisenarme. Ich schmeiß noch Bollwerk an. Weil die Frau da. Back. Oh. So, durch die Macht von Verrücktheit kommt er weit genug. Da joggt er ganz casual. Türme anschalten! Oh, Heavy Bolter Tarantulas. Nice. Ein Stück. Ich hoffe nur, dass die uns nicht wehtun. Bitte, Pascal hat die angedreht. Jetzt sei mal nicht so. Hätte ich die Leute nicht irgendwie befreien können? Ja, auch eben gerade kurz überlegt. Die sitzen da so, als könnte man die befreien, gell? Ja, ich hatte es aber nicht ausprobiert. Das war, glaube ich, nicht so klugig. Ja, die 3 Nerds brauchen wir nicht. Was sind 6? Links im Manuel, oder? Level up, baby! Ach, richtig, ich muss ja, ich bin ja Kopfgeldjäger. Ich müsste die auch irgendwie markieren oder so. So, ja, ich bin hier, um euch zu töten. Oder so. Halt die Fresse! Gut, dann buff ich all unsere Waffen. Kein Rückstoß mehr. Haben wir noch irgendeinen wirklich starken Gegner? Der Knechtmeister und das Schwergewicht sind noch. Knechtmeister. Noch hast du einfach so gesagt, das Wort. Wo heißt der? Der Knechtmeister. Weil die haben beide Plasma. Oh. Die legen sich aber anscheinend lieber mit den Tarantulas an. Die waren jetzt auch nicht so geil. Aber hey, die tanken jetzt für uns, das ist auch schon mal was.
das hast du ja sogar richtig getroffen. Ja, aber die ist ja gleich wieder voll, sobald die dran war. Guck. Scheiß Mutant. Also ja, ist einfach Wolverine, die steht da und hat 35 von diesen Giftnadeln in der Brust stecken, ihre Runde fängt an, die Dinger fallen einfach auf den Fußboden und Cassia streckt sich einmal so durch. Sagt sie, okay, weiter geht's. Ah, das bringt mir mehr. Gute Nacht. Okay. Du hast unsere Dynamik gerade ein bisschen überlaufen lassen. Entschuldigung. Der Agenda hat wirklich nur 60 Punkte HP. Ja, ist ein bisschen wenig. Ist Regimentstaktik noch an? Ja, siehst du ja dann. Nein. Wenn Friendly Fire eingetragen ist, dann nicht. Also Cassia und Agenda haben noch Regimentstaktiken drauf, theoretisch. Nee, die hat angeblich, treffe ich die zu 21%. Aber also auch für Schaden? Ach so, nee, da steht nichts. Dann sollte es noch funktionieren. Ich wollte eh auf den da schießen. Schade. Und da ist Cassia wieder komplett voll geheilt. Abgefahren. Einfach nur Hardcore, was die Frau treibt. Die ist so schrecklich OP, ich weiß wirklich nicht, wie irgendjemand über Agenta reden kann. Nenn die nicht OP. Cassia ist nicht OP, Cassia ist unzerstörbar. Nein. Weißt du eigentlich, dass Cassia gerade schon ungefähr mehr Gesundheit weggetankt und wieder geheilt hat, als Agenta überhaupt hat? Das stimmt wohl. Das ohne, dass Heinrichs dabei geholfen hat. Schmeiß den Quatsch noch an. Ja, die wird immer günstiger, die Fähigkeit, je mehr von deinen komischen Vielseitigkeitsaufladungen du hast, gell? Genau. Der war gut. I will kill you. Throne take you. Won't take you. So, der ist betäubt. An den da komme ich, glaube ich, nicht dran, oder? Ja, sag ich, gebe mir einfach selbst flinke Füße. Ja, das scheint für diese Runde leider nicht mehr zu gelten. ja. Dann komme ich wohl einfach mal meinen Support-Aufgaben nach. Wenn ich mich da hinstelle, kann ich dann zu dem Typ durchchargen? Kann ich. Everyone step aside. You will pay for this in blood. I won't object to it. Oh. Ich liege 95. Hat da mal einfach so rausgehauen. Better crippled in body than corrupt in mind. Wer lebt denn jetzt noch? Das Schwergewicht. Schwergewicht und der Knechtmeister. Ja, an den komme ich nicht dran. Also, der ist betäubt. Ist mir egal, was der macht. 78! Guck mal kurz weg. Actions will speak. Du hast gerade 80er geschossen. Habe ich, ja. Und ich fühle mich Alter. Nicht schlecht deswegen. Also oh. Cassie, bring es zu Ende geben. Ja, Cassie, komme ich nicht dran von hier. Ich stehe gleich neben dir. Karl schießt nicht so weit. Cassie steht ein Feld so weit weg. Boah, ist das ernst? Ja. Kannst Pascal geben, aber ich glaube, der schießt soweit nicht. Wobei, der hat Überladung, oder? Okay, jetzt hört mal kurz auf, alle da an dem Typ da vorbeizuschießen, bitte. Danke. Danke. Omnisire condemns you. So, wir sind jetzt über eine Stunde.
Sollen wir den Palast dann nächste Episode breachen? Wäre wahrscheinlich sinnvoll, denke ich, anstatt jetzt einen 2-Stünder draus zu machen. Dann können wir die auch richtig sexy beginnen. Haben wir jetzt nämlich den Außenbereich freigeräumt und das hier alles looten. Wir machen die Level-Ups. Und nächstes Mal stürmen wir dann den Palast. Blutdämon. Kari-Waffe. Ja, du hättest sie einfach nur ansprechen müssen. Da oben, dann stehen die auf. Die Lady hat irgendwas dabei, oder? Die Tatsara. Ja, Blutdämon hieß das Schwert. Ja, alles Xenos Abfall, den fasse ich da nicht an. Die Trümmer umschichten, Athletik, das ist dein Job, oder? Oh. Entschuldigung. Imperialer Stab, Zorn des Imperators. Sieht aus wie ein Skriptorstab, ist ein Buch oben dran. Know your duty. Guck, ob links noch was gibt. Ne, hier ist hübsch. Gut, da vorne ist die Tür. Da gehen wir dann nächstes Mal rein, würde ich sagen. Sounds like a plan. Okay. Dann, Podcast-Episode am Anfang, können wir eine Viertelstunde, kann man nichts machen. Wir machen jetzt noch die Level-Ups, schauen den Loot durch und nächstes Mal stürmen wir dann unseren eigenen Palast. In der Hoffnung, dass dahinter nicht nur ein Kampf ist, sondern es Feierabend. Ja, danke fürs Zuschauen. Liken und abonnieren nicht vergessen, Kanalmitglied werden und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.